Ja, vielen Dank, Ulla. Vielen Dank, dass ich heute hier vortragen darf. Und vor allen Dingen vielen Dank, dass Sie außerhalb des Rhythmus das auf 3 Wochen verlegt haben, weil ich letzte Woche eben halt eine große Tagung hatte. Die zieht es auch ein bisschen nach sich, dass meine Stimme vielleicht etwas ruiniert ist. Wenn man 4,5 Tage redet, moderiert, dann kann das schon mal passieren. Ich möchte Ihnen heute eine Konstellation vorstellen von Aspekten, Dingen, Gegenständen, Menschen, von der man zunächst mal denkt, man kriegt die gar nicht zusammen. Nämlich, ich möchte zeigen, was die deutsche Heimatkunstbewegung um 1900 mit dem deutschen Kolonialismus zu tun hat, wie es kommt, dass die deutschen Schriftsteller plötzlich anfangen, innerhalb der Burenkriege für die Buren in Südafrika Propaganda zu machen, und zwar quer durch alle politischen, literarischen Couleurs. Und ich möchte Ihnen zeigen, wie es kommt, dass ein deutscher Förster, den Sie hier sehen, sein Fahrrad und sein Gewehr schnappt und nach Südafrika fährt, um sich auf burischer Seite an den Kriegen zu beteiligen. Dahinter steckt eine diskursive Konstellation von Bodenständigkeit, die in dieser Zeit gerade von Deutschen entwickelt wird und auf die verschiedenen Felder projiziert wird. Und der Clou ist dann, dass es einen englischen Schriftsteller gibt, der das Ganze auch noch glaubt und in seine militärischen Überlegungen einbezieht. Fangen wir einfach an. Die deutsche Heimatkunstbewegung hatte um die Jahrhundertwende auf eigenem Terrain eigentlich gar keine reale Chance mehr, sich zu verwirklichen. Denn die fortschreitende Industrialisierung mit ihren allerorten spürbaren Auswirkungen, etwa in den großen Zentren Berlin, München und letztlich auch im Ruhrgebiet, war längst irreversibel geworden. Die Heimatkunstbewegung lenkte den Blick daher weg von den Zentren und hin zu solchen eher peripheren Regionen, die ihren traditionsorientierten Vorstellungen von Authentizität, von Persönlichkeit, von Volkstum und von zyklisch nachhaltigen, dann auch meist agrarischen Lebensformen noch zu entsprechen schienen. Zeitlich parallel dazu, also alles um 1900, sah sich der deutsche Kolonialismus vor die Aufgabe gestellt, Fremde in Heimat zu verwandeln, sich in den neuen Pacht-, Schutz- und Kolonialgebieten zu verwurzeln, wie es immer wieder hieß, und die Kolonien dem deutschen Reichskörper nicht nur politisch und militärisch, sondern auch durch das, was man damals Kultivation nannte, anzuschließen. Es ging also nicht nur um ein In-Besitz-Nehmen des Fremden, sondern um ein in Besitz nehmen des Fremden als Heimat. Basiert jedes solche Heimatkonstrukt letztlich auf Erinnerung an etwas, das nicht mehr da ist, das wieder Gegenwart werden soll, aber nicht werden kann, so bot gerade dieses Zusammenspiel von Heimatkunstbewegung auf der einen Seite, Kolonialismus auf der anderen Seite, um die Jahrhundertwende für einen Moment die Chance, die retrospektive Blickrichtung der Heimatkunstbewegung und die Prospektive der kolonialen Utopie miteinander kurz zu schließen und so etwas wie heimatliche Bodenständigkeit, wenn schon nicht mehr zu Hause, so doch wenigstens out of area in den deutschen Kolonien oder eben in Südafrika bei den Buren zu realisieren. Umgekehrt lieferte die stark mit Bodensymboliken arbeitende Heimatkunstbewegung den Kolonien ein attraktives Modell für diese zu leistende Verknüpfung von Heimat und Fremde und darüber hinaus auch noch ein Selbstverständnis als besseres Deutschland in Übersee, was die kolonialen Bemühungen immens aufwerten musste. Aus solchen wechselseitigen Affinitäten erklärt sich dann auch, warum der Krieg zwischen England und den Transvaaler Buren im heutigen Südafrika in Deutschland um 1900 zu einer inzwischen kaum mehr vorstellbaren Begeisterung für die, wie es immer wieder hieß, Burensache führte. Und dies gerade auch unter den Schriftstellern. Friedrich Lienhardt, einer der Autoren der Heimatkunstbewegung, veröffentlichte einen ganzen Band Burenlieder. Fritz Bley ein Buch über die Buren im Dienste der Menschheit und eine Kampfschrift Südafrika, Niederdeutsch, Ausrufezeichen. Felix Dahn und Ernst von Wildenbruch waren für den Burenhilfsfonds tätig. Hermann Sudermann stand dem Gesamtausschuss zur Sympathiebezeugung für Präsidenten Paul Krüger vor. Wilhelm Raabe rühmte sich brieflich, bereits 1891 mit seiner See- und Mordgeschichte Stopfkuchen die Buren in die deutsche Literatur eingeführt zu haben. Und Peter Hille, last but not least, verfasste Transvaal-Aphorismen.
Auch Peter Rossecker nahm Stellung und Ludwig Thoma gab in München als Anthologie ein großformatiges, an den Simplicissimus angelehntes Album »Der Burenkrieg« mit Zeichnungen und Texten heraus, zu dem auch der greise Münchner Lyriker Hermann Link Texte beisteuerte. Das ist ein für Literaturwissenschaftler irres Spektrum von Positionen, was da zusammenkam. Wie erklärt sich diese Begeisterung und diese Einheitlichkeit? Meine These ist, dass es die emphatische Assoziation mit den Buren in Südafrika erlaubte, eine Denkposition zu entwickeln, in der die koloniale Horizontalität, also das Streben in die Weite, der symbolische Weg in die Weite, mit vertikaler Bodenständigkeit, also dem symbolischen Weg in die Tiefe, verknüpft werden konnten. Es entstand sowas, was Langbeen einige Zeit vorher als Seebauern bezeichnet hatte, also das Streben in die Weite mit See und das Streben in die Tiefe wie Bauern miteinander zu verkoppeln. Die Sympathie eines großen Teils der deutschen Schriftsteller für die Buren in Südafrika war daher auch Sympathie für diese neue deutsche Position bodenständiger Horizontalität, sodass man die burische Sache eben auch für eine spezifisch deutsche ansehen konnte. Genau dies leistet beispielsweise Felix Dahns Gedicht »An die Buren«, das im ersten Jahrgang der Zeitschrift »Der Burenfreund« erschien und die ersten Strophen des Nibelungenlieds aktualisierend auf die Burenkriege abbildet. Zitat: »Uns ist aus alten Zeiten wunders viel gesagt, von heldenkühnem Streiten, von Recken unverzagt. Mit wechselvollem Glücke, sie schlugen manche Schlacht, gen Grausamkeit und Tücke und arge Übermacht.« Das ist ja das Tolle an diesem Nibelungenlied, das kann man für alle Kriege benutzen, das passt eigentlich immer. Diesem Quasi-Zitat aus dem Nibelungenlied, das ist so ein ganz kleines bisschen abgeändert, folgt die Abbildung der Konfiguration der Personen von Dahns eigenem Erfolgsroman »Ein Kampf um Rom« auf die Situation in Südafrika. Es geht nämlich weiter. »Wie strahlte hell am Tiber der Goten Waffenglanz? Sie wollten sterben lieber als huldigen Byzanz. Noch heute preisen Lieder Teja und Totila«, das sind bei Dahn so die zentralen Helden in »Ein Kampf um Rom«, Sie kennen das, »und Gleiches schauen wir wieder auch heute in Afrika. Zäh kämpft auch heute wieder ein Volk dort für sein Recht. Ganz England zwingt nicht nieder das tapfere Geschlecht. Wohl müsst ihr fast verbluten, kein Helfer steht bereit. Doch die Herzen aller Guten sind mit euch in dem Streit.« Okay, mit dem Metrum und dem Reim klappt es am Ende nicht mehr so, aber inhaltlich geht das Ganze auf. Solche Analogien wie die zum Nibelungenlied und vielleicht stärker noch zu einem als ja deutscher Freiheitskampf verstandenen Kampf um Rom, mussten die Burenkriege insofern zu einer auch eminent deutschen Angelegenheit machen. Nämlich, als sie in einer Art Fernrohreffekt das koloniale Südafrika durch die Applikation gleich zweier literarischer Werke nach Deutschland holten. Nämlich durch Texte, die bis heute als literarische Gründungsmythen Deutschlands gelten und die zudem von deutschen Heerzügen in die Weite berichten. Durch den Rekurs auf solche Analogien bot Dahn mit seinem Gedicht genau die gesuchte Kopplung von Burensympathie durch die Analogie zu deutschen Freiheitskriegen und dann Freiheitskriegen überhaupt und die Behauptung der eigentlich paradoxen Position einer bodenständigen Horizontalität. Das ist bodenständig deutsch, aber in der Ferne findet das Ganze statt. Die Burenpropagandisten wiederum nutzten die deutsche Burensympathie sehr geschickt, indem sie die Blickrichtung umkehrten und wie etwa der Burenkommandant Joste in einem Büchlein über seine Reiseeindrücke in Europa die Deutschen ihrerseits zu kongenialen Burenbauern erklärte. Kann man den Titel von Jostes Schrift »Aus der zweiten Heimat«, ne, der dreht den Spieß jetzt um, und sieht Deutschland als die Heimat an, noch einfach pathetisch lesen, so mündeten die über die Boden- und Bauernsemantiken hergestellten Analogien jedoch in dem Moment in unfreiwillige Komik, in dem eine Abbildung, und in dem Büchlein gibt es etliche andere, von Münsteraner Bauern fotografierte und drunter schrieb, das seien nun westfälische Buren. Solche Verklärung der symbolischen Position Bauer
bot den Buren die Möglichkeit, sich dann eben auch selbst zu Deutschen zu erklären. Und damit war eigentlich die wechselseitige Affinität hergestellt. Wichtig war die bauernhafte Bodenständigkeit, aber auch für den in der Literatur immer wieder reproduzierten Gegensatz zwischen Buren und Engländern in den militärischen Auseinandersetzungen, der nämlich dann realisiert werden konnte als einer von moralischen, integeren, organischen Kriegern aus dem burischen Volksboden auf der einen Seite, die, das sind jetzt alles kleine Zitate aus der Literatur, keinen Exerzierplatz, keinen Schießstand, keine Kaserne kennen und die eine Freiheit der Bewegungen besitzen, die den Engländern völlig fremd ist, die aber auch nicht durch den bloßen Willen, Unterweisungen und Nachahmungen erzielt werden können. Auf der anderen Seite die unmoralischen englischen Söldner, ohne Bindung an den Volksboden und ohne Bindung an Ideale, die den Krieg lediglich als Sport betrachteten und daher auch fähig seien, Gräueltaten gegen die Zivilbevölkerung zu verüben. Der Krieg ist nicht ein Sport, schrieb mahnend Hermann Dling in Ludwig Thomas Burenalbum und rief Sport damit als ein um 1900 bereits fest in das englische Nationalstereotyp eingegangenes Merkmal auf, das aus proburischer Sicht negativ besetzt sein musste, nämlich als Zeichen von Degeneriertheit und gerade nicht als Zeichen jener besonderen Vitalität und Aktivität, die man auf die Buren projizierte. Ein wichtiger, damit zum Tragen kommender Gegensatz war der von Krieg als Sport versus Krieg als Kampf um die eigene Existenz und den eigenen Boden. Die dahinterstehende Argumentation entwickelte Fritz Blei in seinem Buch »Die Buren im Dienste der Menschheit«. England, so Blei, hätte seine Landwirtschaft als Quelle der Vitalität des ganzen Volkes zugunsten der Industrie aufgegeben und umgekehrt die Industrie ihren Aufschwung nur durch die gesunde Arbeitskraft nehmen können, die ihr vom Lande zugeflossen sei. Die sei aber nun verbraucht. Kompensatorisch habe zwar der Sport Einzug gehalten, der sei aber sofort zu einer unnatürlichen Sekundärerscheinung degeneriert. Zitat: Der englische Jäger ist zum Schießer, der Bergfreund zum Kletterer, der Radfahrer zum Kilometerfresser, der Fußballspieler, jetzt kommt er doch noch, Ulla, zum rohen Gassenbuben, der Spaziergänger zum Golfspielen Rekordjäger und der Weltreisende sei zum Globetrotter geworden. Ist es noch notwendig, darauf hinzuweisen, dass in den Niederlagen der Engländer in Südafrika England die Quittung für den Verfall seiner Landwirtschaft erhält? Auch da haben wir also genau den Kurzschluss wieder zwischen so einem Heimatkunstbild und den Kriegsereignissen. Der Landwirtschaft treibende Bure, der keinen Sport zur Ertüchtigung nötig hat, übt für Blei demgegenüber auf südafrikanischem Boden insofern einen Dienst an der Menschheit aus, als er also sein Volk vor Degeneriertheit und Industrialisierung bewahrt. Kaum ein Roman über die Burenkriege verzichtet daher darauf, diese Opposition von Krieg als Sport und Krieg als Verteidigung des eigenen Bodens in wenigstens einer Episode durchzuspielen. Eine andere Möglichkeit, die Buren besonders positiv, weil mit ihrem Boden in irgendeiner Weise organisch verbunden darzustellen, lag darin, sie in eine imaginäre Traditionslinie der Befreiungsbewegung und Befreiungskriege seit dem Altertum zu stellen. In einem Kneipp-Zeitungsgedicht, also so einem Gedicht, was in Zeitungen in der Kneipe vervielfältigt verkauft wurde, skandierte man in Wuppertal-Elberfeld, Zitat, den Kriegeshandwerksmeistern, also England, gilt unser Rühmen nicht. Es kann sein Volk begeistern, nur wer für Freiheit ficht. Entlang dieses Motivs Freiheit lässt sich dann eine lange Traditionsreihe bilden, die geeignet ist, die gesamte europäisch-deutsche Geschichte entlang ihrer Nationalmythen und Integrationsfiguren abzuklappern. Und das geht folgendermaßen los, und da gibt es überall Zitatbelege dafür, die ich etwas abkürze. In diese Reihe gehören nämlich Germanen versus Römer, dann natürlich Preußen versus Napoleon, wie in Viktor Laverenz' Erzählung »De Wetz' wilde verwegende Jagd«, ein Titel, mit dem auf Theodor Körner die lützischen Freikorps und die deutsche Befreiungsbewegung gegen Napoleon angespielt wird.
in denen ja auch die Figur des Partisanen schon ganz wichtig war. Ich komme für die Buhnen gleich darauf zurück. Dann weiter, Andreas Hofer in Tirol, Zitat, seit Hofers Heldenzeit kein Kampf wie dieser weit und breit. Geusen versus Spanier, wie einst dich vom Tyrann dem Spanier brach die Kette dein Oranier, bricht heute Sohn Germanias die Tyrannei Britannias. Und schließlich Wilhelm Tell und die Schweizer Eidgenossenschaft unter Rückgriff auf Schiller, Zitat, ein schwaches Volk der Hirten bereit in Kampf zu gehen mit den Herren der Welt. Eine Variante dieser hochgradig positiv besetzten Verteidigung der eigenen Freiheit und des eigenen Bodens lieferte die militärische Guerillataktik der Buren, die auch unter europäischen Militärs Furore machte. Die Buren rückten nämlich nicht in geschlossenen Formationen mit in der Fläche gestaffelten Schützenreihen vor, sondern ritten dezentralisiert möglichst dicht an die Front heran, suchten als Einzelschützen oder kleinere Gruppen im Gelände Deckung und griffen von da aus punktuell, aber höchst effektiv die anderen Truppen an. Die Details kann man bei dem schriftstellenden Sohn eines deutschen Schlachtenmalers nachlesen, den meisten besser bekannt als Verkünder der naturalistischen Literaturrevolution, nämlich bei Karl Bleibtreu, der 1900 eine Schrift »Strategische Taktik der Schlachten mit besonderer Berücksichtigung des Burenkriegs« veröffentlichte. Also zeitlich 1901 genau parallel zu dem Naturalismusbuch. Wenn nahezu alle narrativen Texte zum Burenkrieg diese Partisanenkampfart aufnahmen und thematisierten, dann geschah das jedoch nicht in erster Linie aus irgendeinem spezifischen militärischen Interesse heraus, sondern auch hier wieder, um die enge Bindung der Buren an den eigenen Boden zu reproduzieren und deutlich zu machen und sie auch ihrer militärischen Kampfart nach in ganz wörtlichem Sinne aus dem Volksboden entspringen zu lassen, sie organisch mit ihm zu verbinden. Wie wichtig gerade dieses Diskurselement der organischen Bodenbindung der südafrikanischen Buren in Opposition zu den englischen Söldnertruppen war, zeigt eine anti-englische Karikatur von 1900 aus dem Niederlandse Spectator, in der die südafrikanische Berglandschaft als Burenkopf dargestellt wird, also wirklich die Verbundenheit von Landschaft, Boden und Bevölkerung in eins gesetzt wird. Und die englischen Truppen können das gar nicht realisieren, sondern laufen blindlings in den Schlund dieses Buren in Schützenreihen hinein. Boden und Buren, die Landschaft und ihre organischen Bewohner, sind hier also kaum noch voneinander zu trennen. Immer wieder werden die burischen Kämpfer in Romanen, Erzählungen und Gedichten daher zu Steinen, zu Grasbüscheln, zu Hügeln gemacht, die die englischen Truppen überhaupt nicht mehr vom eigentlichen Gelände unterscheiden können. Die burischen Kämpfer tauchen demnach aus dem Boden auf und verschwinden wieder in ihm. In Gustav Janssons Roman »Das Ende eines Regiments, dem Tode geweiht« liest sich das so, Zitat, also aus englischer Perspektive jetzt, »Nirgendwo fand sich der unsichtbare Feind, oder besser gesagt überall, und trotzdem war niemand imstande, ihn zu entdecken. Unheimliche Geschichten von alten Buren, die überall halb im Boden vergraben waren, ihre Pfeifen rauchend und zähen Biltong kauend und zwischen jedem Zug oder Bissen sich damit vergnügten, sich im Zielschießen nach ihrer Majestät Soldaten zu üben, die zirkulierten von Mann zu Mann. Und das Merkwürdigste dabei war doch, dass der Feind sich nirgends zeigte. Von den mehr als 8000 Mann, die in kurzer Zeit sich angehäuft hatten, konnte sich keiner rühmen, auch nur das Weiße der Augen eines Buren je gesehen zu haben. Und trotzdem waren schon 1000 von ihnen tot. In Umlauf gehalten wurde diese organische Bodenverbundenheit der Buren neben der Literatur vor allem auch durch solche Zeichnungen und Fotos der Burenkommandos, die jenseits des Rahmens der gewohnten Ordnungsästhetik europäischer militärischer Ikonografie angesiedelt waren. Zum Beispiel sah das dann so aus, wie Sie hier sehen, also nicht einheitliche Uniform, sondern schon so ein bisschen ein Durcheinander und ein bemühtes sich aufstellen oder auch sehr, sehr typisch, dass eben nicht ganze Truppen, sondern Einzelschützen gezeigt wurden in einer Art, die uns heute eher an Karl May als an militärische Sachen erinnerte.
Die englischen Truppen waren dann immer erstaunt, dass man es mit einem Gegner ohne irgendeine Form von Disziplin, ohne Ausbildung auf dem Paradeplatz und ohne even a uniform zu tun hatte. Während sich die deutschen Literaten um 1900 aber nur für die diskursive Verwertbarkeit der Verwurzelung der Buren im Boden interessierten und mit ihr die Position sesshafter Vertikalität produzierten, war es in England ein mit seinen Detektiverzählungen längst weltberühmt gewordener Schriftsteller, der sich durch den Einfluss George Bernard Shaws vom Weihnachtsgartenpazifismus zum Hurra-Patriotismus hinwendete und in seinem eigentlichen Hauptberuf als Arzt einem britischen Lazarettzug zum Einsatz in Südafrika anschloss. Die Wartezeit verbrachte dieser Schriftsteller bis zum Aufbruch damit, eine Waffe gegen die Bodenhaftigkeit der Buren zu ersinnen. Arthur Conan Doyle, Sie haben es längst erraten, ist dieser Schriftsteller. Sein erster Biograf, Heskes Pearson, berichtet, ich übersetze das, während Doyle darauf wartete, einzuschiffen, experimentierte er mit einem Gewehr, begierig eine Methode zu ersinnen, mit der Männer, die hinter Felsen verborgen waren oder aus dem Boden wuchsen, durch herabfallende Geschosse getötet werden könnte. Der hatte so eine Art Gewehr mit einer Kanonenkugel am Fallschirm, die er abschoss und die dann so dahinter fallen sollte. Nachdem er bei French and Pond allerdings zwei seiner Gehilfen fast ermordet hätte, gab er seine Experimente auf. Natürlich schrieb er etwas über seine Methode an das Kriegsministerium, das sich aber durch Geringeres als Dynamit nicht in Bewegung setzen lässt. Und er schrieb an die Times, um sich über das Kriegsministerium zu beschweren. Ist ein sehr schöner Briefwechsel auch dann mit der Times, das kann man nachlesen. Auch in seinem fast 600-seitigen Kriegsbuch »Der große Burenkrieg« lenkt Doyle den Blick gleich im zweiten Absatz auf das Thema Bodenverbundenheit, wenn er fragt: »Who are these Teutonic folk who have burrowed so deeply into Africa?« Also der fällt wirklich auf diesen Mythos dieser Bodenverbundenheit völlig herein. Die realhistorische Grundlage des diskursiven aus dem Bodenwachsens wurde jedoch nur selten gezeigt, sondern wegen ihrer diskursiven Verwertung als Bodenständigkeit in Deutschland ebenso ausgeblendet wie bei den englischen Truppen durch den Aberglauben des aus dem Bodenwachsens. Die Buren benutzten nämlich, zunächst als Karikatur, entweder große Findlinge im Gelände als Schutz, hinter die sie sich kauerten, was auf den wenigen überlieferten Fotos dann real so aussieht. Findlinge vor allem, die auseinandergebrochen waren. Und wenn die nicht auseinandergebrochen war, machten sie Holzkeile hinein, gossen Wasser drüber, die Felsen sprengten und sie konnten sich dazwischen setzen. Das ist die Auflösung dieses aus dem Boden Wachsens einerseits und der Bodenverbundenheit. Die andere Lösung waren Erdlöcher dieser Art, in denen sie kauerten, immer als einzelne Schützen oder bestenfalls zu zweit, aus denen sie herauskamen, schossen und wieder im Boden verschwanden. Das ist die zweite Auflösung dieses englischen aus dem Boden Wachsens und die Geschosse konnten dem nichts anhaben. Insofern war Doyle gar nicht so schlecht, was zu ersinnen, was dann da runterfallen würde und hineinfallen würde. In einer Metamorphose dieses militärischen Verhaftetseins im Boden werden die Burenkriege als Auseinandersetzung zwischen Industriekapital auf der einen und wiederum bodenständigem Bauerntum auf der anderen Seite verstanden, was den Kampf genau der Heimatkunstbewegung auch in Deutschland wieder aufnimmt, der um 1900 in Preußen-Deutschland längst verloren war, und zwar nicht nur de facto, sondern auch bereits in der den sozialen Wandel und seine Auswirkungen thematisierenden Heimatkunstliteratur. Ulrike Haas, die Bochumer Kollegin, hat in ähnlichem Zusammenhang für die Weimarer Republik vom Gefühl der Bodenlosigkeit angesichts der in jeglicher Hinsicht verunsichernd wirkenden dynamischen Wachstumskurven der Moderne gesprochen. In fieberhafter Eile seien vom Terrain der Literatur aus neue Ordnungskonzepte entworfen worden, die einen sicheren Standpunkt verschaffen sollten. Die so via Literatur entstandenen imaginären und mythischen sicheren Orte seien jedoch mit wirklichen Orten verwechselt worden.
Unter anderem, so könnten wir ergänzen, durch die deutschen Literaten, die alles das auf Südafrika projizierten, und auch durch Arthur Conan Doyle. Bei den literarischen Interventionen der deutschen Schriftsteller in Sachen Südafrika hat man es daher mit einer out-of-area angewandten Heimatliteratur zu tun, in der die Buren die Rolle der idealen Vertreter und Verteidiger einer ja vorindustriellen, familialistisch-religiös geprägten Ordnung übernahmen. So nah gerückt ist aus der Fern dir unser Volk, so eng verbunden, o schöner Platz, auf dem du Burenvolk stehst, heißt es in Johannes Trojans Gedicht an die Buren, Trojan der Herausgeber des Kladderadatsch. Entsprechend ihrer organischen Verbundenheit im eigenen Land, auf eigenem Boden und in der eigenen Familie ritten in den deutschsprachigen literarischen Texten zu den Burenkriegen auch nicht Männer oder irgendwelche Dienstgrade in den Krieg, sondern immer nur Väter, Söhne, Enkel und Ehemänner. Dargestellt wird das dann ikonisch etwa in dem drei Generationen ins Feld ziehen oder ein Bur mit seinen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Söhnen ins Feld zieht oder ein anderer Bur mit seiner Frau ins Feld zieht, die dann als Mann verkleidet ist, indem sie auch die Pfeife hat und raucht. Auf der anderen Seite, sobald Engländer ins Spiel kommen und über Engländer gesprochen wird, sind es immer nur die Dienstgrade. Stirbt ein burischer Kämpfer, heißt es, ein Vater ist gestorben, ein Ehemann ist gestorben. Stirbt ein Engländer, heißt es, ein Unteroffizier, ein Leutnant, ein Oberleutnant oder ein Mannschaftsgrad ist gestorben. Neben Bodenhaftung und Familialismus als dritter Strang von Vertikalität immer wieder hervorgehoben, wurde schließlich die Verwandtschaft zwischen Buren und Niederdeutschen. Wenn etwa Fritz Bley als Agitator des Alldeutschen Verbandes in Wien eine seiner Schriften Südafrika-Niederdeutsch betitelte und parallel dazu ein weiteres Büchlein über die Niederlande in der Reihe Kampf um das Deutschtum erscheinen ließ, dann stellte er sich in eine Traditionslinie, die direkt auf August Julius Langbeins Rembrandt-Buch zurückverweist, in dem der Maler schon als Niederdeutscher im Allgemeinen und Holländer nur im Besonderen, vor allem aber als Bauer vorgestellt wurde. In seinem 1896 in Maximilians Hardens Zukunft veröffentlichtem Gedicht An de Buren in Transvaal griff der niederdeutsche Mundartdichter Klaus Groth diese Verbindungslinie auf und setzte den deutsch-dänischen Krieg von 1862 und den ersten Burenkrieg in Parallele zueinander. So sind de Buren in Transvaal und so bei uns de Buren. Ju haut juch mit de Engelsch rum, wie hauen uns mit de Dänen. Das ist einfach eine sehr einfache Gleichung, die wieder auf solche Analogieeffekte setzt. Auf diese Weise konnten eben niederdeutsche Bauern und Paul Krüger als südafrikanischer Präsident Seite an Seite kämpfen. Um Krüger, der Nachfahre brandenburgischer Auswanderer, wird in der Logik solcher Texte nicht nur zum Deutschen, sondern eben auch zum besseren Deutschen und die Buren als ein, Zitat, freies Volk von Bauern zu den besseren, Zitat, niederdeutschen Bauern in Südafrika. Von daher verwundert es nicht, dass sich gerade in Deutschland Burenkomitees bildeten, die ihre Aufrufe an die deutschen Landsleute als stammverwandtes Volk richteten und um Spenden baten. Ihnen traten dann nicht zuletzt jene Schriftsteller bei, die mit den Burenkriegen auch die Positionen der Heimatkunstbewegung gestützt sahen. Und von daher erklärte sich auch, dass mein Förster aus dem ersten Bild sich dadurch aufgerufen fühlte, mit Fahrrad und Flinte nach Südafrika zu fahren. Vielen Dank.